So. ja. Wo glaubst du? Die Tage war bei uns Sperrmüll. Ne? Also die Nachbarn, die Lindemanns, hatten den bestellt, hatten aber kaum was abzugeben. Ja, da habe ich gedacht, mein Gott, das ist ja für die Entsorgungsbetriebe auch enttäuschend, ne? Wenn die da extra mit so einem großen Auto vorbeikommen und dann stehen da nur drei Stühle, ne? Ja, und dann habe ich mich in so einer Nacht- und Nebelaktion damit drangehängt, ne? Ja, nu, was soll ich machen? An so Punkte schlägt immer wieder meine soziale Ader mit durch, ne? Ja, und ist auch richtig was zusammengekommen. Besonders froh war ich, dass ich die ganzen Altlasten losgeworden bin. Ja, ob die dann am Recyclinghof angenommen hätten, das wage ich aber auch zu bezweifeln, ne? Ja, auf jeden Fall, wie ich bei die Ausmistung da so am Wühlen war, da sehe ich auf einmal, wie er da steht. Mr. Hit, der Traum von meiner Jugend. Kennen Sie den noch, die Schallplattenspieler-Kompaktanlage? Ja, da war die Box im Deckel integriert, ne? Hör mal, genial. Das war das Nonplusultra in den 60er und 70er Jahre. Wenn du den hattest, dann warst du ganz weit vorne. Und ich war ganz weit vorne, weil ich hatte den ja, ne? Und eine Schallplattensammlung, die seine Zeit seinesgleichen suchte. Ja, ich hieß auch damals bei uns in der Clique selber Mr. Hit, ne? Ja, weil ich auf jede Party meinen Mr. Hit dabei hatte. Der war ja tragbar. Ja, und dann hab ich aufgelegt. Ja, ich war damals einer von den ersten Disco-Jockeys. Ne? Heute heißen die ganzen Vögel ja DJ Motte oder DJ Kotze, ne? DJ Popo. Ja, hör mal, das hatte alles kein Niveau, ne? Ja, ich war ja damals noch mein eigener Ansager. Ja, ich hab mir dann oft so kleine Geschichten ausgedacht zu den Hits. Zum Beispiel bei In the Here 2525 von Seger und Evans, ne? Ja, da hab ich so die Lautstärke erst ganz leise gelassen und gesagt, so, jetzt kommt ein Lied von Aus der Zukunft, wo erzählt wird, wie scheiße alles wird. Aber, Leute, wir lassen uns von den Seger die gute Laune nicht vermiesen, ne? Und von den Evans schon gar nicht. Schwingt die Hufe! Und dann habe ich aufgedreht, ne? Oder wenn ich mal was Romantisches gespielt habe. Da habe ich gesagt, Leute, fasst euch an, Augen zu und durch. Jetzt wird gefummelt. Und hier sind sie, the best Fummelsingers von der Welt. Die Bee Gees mit ihrem Zungenbrecher Messer Schuschitz, ne? Ja. Und wenn dann... Und wenn dann... Das Stück am Ende war, hab ich gesagt, apropos Zungenbrecher, jetzt kommt der Kracher. Zabadak von Dave D, Dovi, Mick und Tisch, ne? Kennen Sie das noch? Zabadak. Karakak, karakak, karakak. Ne? Ja, hör mal. Damals hatten die Texte noch Hand und Fuß, ne? Ja, hör mal. Und... Und irgendwann wollten die Leute im Prinzip nur noch meine Ansagen hören auf die Partys. Ja, da hätte ich, das hätte ich vielleicht weiterverfolgen sollen, ne? Ja, da wäre aus mir vielleicht noch was geworden, ne? Auf jeden Fall, wie ich da in der Garage den Mr. Hit in den Finger hatte, da hat es bei mir wieder angefangen zu jucken. Ich denke, ah, da ist es wieder. Das alte Jucken, ne? Und dann habe ich für den nächsten Abend direkt eine Garagenparty organisiert. Hör mal, die Garage war ja jetzt frei, ne? Und da waren sie alle da. Hör mal, da war richtig gute Stimmung. Da floch die Kuh. Da habe ich noch mal die ganz alten Scheiben aufgelegt. Mit Ansage, ja. Und irgendwann fiel mir aber auf, dass die Lindemanns gar nicht da waren. Die Nachbarn mit dem Sperrmüll, ne? Ja, und dann sagte einer, die wären wohl am Morgen verhaftet worden, ne? Wegen Umweltverschmutzung, ne? Ich sag, Sisse, kannst du mal sehen, ne? Immer schön den Müll trennen und dann sowas, ne? Ja, ich bin dann aber am nächsten Morgen auf die Polizei gegangen und hab ausgesagt, um sie zu entlasten, ne? Dass ich wohl in der Nacht einen gesehen hätte, der da was beigestellt hat, ne? Also, man ist ja kein Unmensch, ne? Man ist ja, also... Zeichen suchte. Ja, ich hieß auch damals bei uns in der Clique selber Mr. Hit, ne? Ja, weil ich auf jede Party meinen Mr. Hit dabei hatte. Der war ja tragbar.
Ja, und dann hab ich aufgelegt. Ja, ich war damals einer von den ersten Disco-Jockeys. Nee. Heute heißen die ganzen Vögel ja DJ Motte oder DJ Kotze, nee. DJ Popo. Ja, hör mal, das hat alles kein Niveau, nee. Ja, ich war ja damals noch mein eigener Ansager. Ja, ich hab mir dann oft so kleine Geschichten ausgedacht zu den Hits. Zum Beispiel bei In the Year 2525. Von Seger und Evans, ne? Ja, da hab ich so die Lautstärke erst ganz leise. Froh war ich, dass ich die ganzen Altlasten losgeworden bin. Ja, ob die dann am Recyclinghof angenommen hätten, das wage ich aber auch zu bezweifeln, ne? Ja, auf jeden Fall, wie ich bei der Ausmistung da so am Wühlen war, da sehe ich auf einmal, wie er da steht. Mr. Hit, der Traum von meiner Jugend. Kennen Sie den noch, die Schallplattenspieler-Kompaktanlage? Ja, da war die Box im Deckel integriert. Ne? Hör mal, genial. Das war das Nonplusultra in den 60er und 70er Jahre. Wenn du den hattest, dann warst du ganz weit vorne. Und ich war ganz weit vorne, weil ich hatte den ja, ne? Und eine Schallplattensammlung, die seine Zeit seinesgleichen. Und wenn dann das Stück am Ende war, hab ich gesagt, apropos Zungenbrecher, jetzt kommt der Kracher. Zabadak von Dave D, Dovi, Mick und Tisch, ne? Kennen Sie das noch? Zabadak, Karakak, 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 ne? Ja, hör mal, damals hatten die Texte noch Hand und Fuß, ne? Ja, hör mal. Und, hör mal, und irgendwann wollten die Leute im Prinzip nur noch meine Ansagen hören auf die Partys. Ja, da hätte ich, das hätte ich vielleicht weiterverfolgen sollen, ne? Ja, da wäre aus mir vielleicht noch was geworden, ne? Auf jeden Fall, wie ich da in der Garage den Mr. Hit in den Finger hatte, da hat es bei mir wieder angelassen und gesagt, so, jetzt kommt ein Lied von Aus der Zukunft, wo erzählt wird, wie scheiße alles wird. Aber, Leute, wir lassen uns von den Seger die gute Laune nicht vermiesen, ne? Und von den Evans schon gar nicht. Schwingt die Hufe und dann habe ich aufgedreht, ne? Oder wenn ich mal was Romantisches gespielt habe. Da habe ich gesagt, Leute, fasst euch an, Augen zu und durch. Jetzt wird gefummelt. Und hier sind sie, the best Fummelsingers von der Welt. Die Bee Gees mit ihrem Zungenbrecher Messer Schuschitz. Ne? Ja. Und wenn dann... So. Ja, ha, wo glaubst du, die Tage war bei uns Sperrmüll, ne? Also die Nachbarn, die Lindemanns hatten den bestellt, hatten aber kaum was abzugeben. Ja, da habe ich gedacht, mein Gott, das ist ja für die Entsorgungsbetriebe auch enttäuschend, ne? Wenn die da extra mit so ein großes Auto vorbeikommen und dann stehen da nur drei Stühle, ne? Ja, und dann habe ich mich in so einer Nacht- und Nebelaktion damit drangehängt, ne? Ja nu, was soll ich machen? An so Punkte schlägt immer wieder meine soziale Ader mit durch, ne? Ja, und ist auch richtig was zusammengekommen. So, Schuschitz, ne? Ja. Und wenn dann... Und wenn dann das Stück am Ende war, hab ich gesagt, apropos Zungenbrecher, jetzt kommt der Kracher. Zabadak. Von Dave D, Dovi, Mick und Tisch, ne? Kennen Sie das noch? Zabadak. Karakak, Karakak, Karakak. Ne? Ja, hör mal. Damals hatten die Texte noch Hand und Fuß, ne? Ja, hör mal. Und, hör mal, und irgendwann wollten die Leute im Prinzip nur noch meine Ansagen hören auf die Partys. Ja, da hätte ich, das hätte ich vielleicht weiterverfolgen sollen, ne? Ja, da wäre aus mir vielleicht noch was geworden, ne? Auf jeden Fall, wie ich da in der Garage den Mr. Hit in den Finger hatte, da hat es bei mir wieder angefangen zu jucken. Ich denke, ah, da ist es wieder. Das alte Jucken, ne? Und dann habe ich für den nächsten Abend direkt eine Garagenparty organisiert. Hör mal, die Garage war ja jetzt frei, ne? Und da waren sie alle da. Hör mal, da war richtig gute Stimmung, da floch die Kuh. Da habe ich nochmal die ganz alten Scheiben aufgelegt. Mit Ansage, ja. Und irgendwann fiel mir aber auf, dass die Lindemanns gar nicht da waren. Die Nachbarn mit dem Sperrmüll, ne? Ja, und dann sagte einer,
Die wären wohl am Morgen verhaftet worden, ne? Wegen Umweltverschmutzung, ne? Ich sag, Sisse, kannst du mal sehen, ne? Immer schön den Müll trennen und dann sowas, ne? Ja, ich bin dann aber am nächsten Morgen auf die Polizei gegangen und hab ausgesagt, um sie zu entlasten, ne? Dass ich wohl in der Nacht einen gesehen hätte, der da was beigestellt hat, ne? Also, man ist ja kein Unmensch, ne? Zeichen suchte. Ja, ich hieß auch damals bei uns in der Clique selber Mr. Hit, ne? Ja, weil ich auf jede Party meinen Mr. Hit dabei hatte. Der war ja tragbar. Ja, und dann hab ich aufgelegt. Ja, ich war damals einer von den ersten Disco-Jockeys, ne? Heute heißen die ganzen Vögel ja DJ Motte oder DJ Kotze, ne? DJ Popo, ja hör mal, das hatte alles kein Niveau, ne? Ja, ich war ja damals noch mein eigener Ansager. Ja, ich hab mir dann oft so kleine Geschichten ausgedacht zu den Hits. Zum Beispiel bei In the Year 2525 von Seger und Evans, ne? Ja, da hab ich so die Lautstärke erst ganz leise. Froh war ich, dass ich die ganzen Altlasten losgeworden bin. Ja, ob die dann am Recyclinghof angenommen hätten, das wage ich aber auch zu bezweifeln, ne? Ja, auf jeden Fall, wie ich bei der Ausmistung da so am Wühlen war, da seh ich, ne? Ja, und ist auch richtig was zusammengekommen. Besonders froh war ich, dass ich die ganzen Altlasten losgeworden bin. Ja, ob die dann am Recyclinghof angenommen hätten, das wage ich aber auch zu bezweifeln, ne? Ja, auf jeden Fall, wie ich bei der Ausmistung da so am Wühlen war, da sehe ich auf einmal, wie er da steht. Mr. Hit, der Traum von meiner Jugend. Kennen Sie den noch? Die Schallplattenspieler-Kompaktanlage? Ja, da war die Box im Deckel integriert. Ne? Hör mal, genial. Das war das Nonplusultra in den 60er und 70er Jahre. Wenn du den hattest, dann warst du ganz weit vorne. Und ich war ganz weit vorne, weil ich hatte den ja, ne? Und eine Schallplattensammlung, die seine Zeit seinesgleichen suchte. Ja, ich hieß auch damals bei uns in der Clique selber Mr. Hit, ne? Ja, weil ich auf jede Party meinen Mr. Hit dabei hatte. Der war ja tragbar. Ja, und dann hab ich aufgelegt. Ja, ich war damals einer von den ersten Disco-Jockeys, ne? Heute heißen die ganzen Vögel ja DJ Motte oder DJ Kotze, ne? DJ Popo, ja hör mal, das hatte alles kein Niveau, ne? Ja, ich war ja damals noch mein eigener Ansager. Ja, ich hab mir dann oft so kleine Geschichten ausgedacht zu den Hits. Zum Beispiel bei In the Year 2525 von Seger und Evans, ne? Ja, da hab ich so die Lautstärke erst ganz leise gelassen und gesagt, so, jetzt kommt ein Lied von aus der Zukunft, wo erzählt wird, wie scheiße alles wird. Aber, Leute, wir lassen uns von den Seger die gute Laune nicht vermiesen, ne? Und von den Evans schon gar nicht. Schwingt die Hufe! Und dann habe ich aufgedreht, ne? Oder wenn ich mal was Romantisches gespielt habe. Da habe ich gesagt, Leute, fasst euch an, Augen zu und durch. Jetzt wird gefummelt. Und hier sind sie, the best Fummelsingers von der Welt. Die Bee Gees mit ihrem Zungenbrecher Messer Schuschitz, ne? Ja. Und wenn dann... Und wenn dann das Stück am Ende war, hab ich gesagt, apropos Zungenbrecher, jetzt kommt der Kracher. Zabadak von Dave D, Dovi, Mick und Tisch, ne? Kennen Sie das noch? Zabadak. Karakak, karakak, karakak. Ne? Ja, hör mal. Damals hatten die Texte noch Hand und Fuß, ne? Ja, hör mal. Und und irgendwann wollten die Leute im Prinzip nur noch meine Ansagen hören auf die Partys. Ja, das hätte ich vielleicht weiterverfolgen sollen, ne? Ja, da wäre aus mir vielleicht noch was geworden, ne? Auf jeden Fall, wie